Und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Harvest Moon Magic Melody. Mein Name ist Chrissy. Neben mir ist wieder meine liebreizende Schwester. Hallo. Und wir starten wieder durch. Und zwar haben wir uns wieder mal ein bisschen angeschaut, was wir machen können. Und uns ist aufgefallen, wir gehen jetzt mal hier auf Freundschaft. Zwei Herzen bei Martha. Also können wir Martha heute nerven gehen. Was heute noch geplant ist, entsprechend den Hammer aufzurüsten, den Ton zu verkaufen, haben wir nämlich auch noch was gelesen gehabt, und Martha die Wolle in den Hals stecken. Okay, das war ein bisschen zu gemein. 24. ist wieder nächstes Event, kann aber egal sein für uns, weil 29 ist für uns wichtig. Morgen ist Sonnenschein. Ja, ja, euch beiden geht's gut. Equipment. Soll ich wieder die Schere mitnehmen? Mach mal. Sicher, sicher. Na gut. Meldgerät. Jetzt habe ich. Die Steuerung ist manchmal. Glocke kommt noch mit. Wir tun alle rausschmeißen. Gießkanne. Und danach haben wir eigentlich schon fast alles voll. Toll, oder? Yay! Komm. Wenn, dann machen wir alles voll. Schaut nicht so an. So, guter Ton. Wow. Okay, bringt anscheinend nicht wirklich viel. Aber es soll helfen bei einer Sache. Hallo, Martha. Guten Morgen. Also gern. Bitteschön. Hat das jetzt was? Nee. Das so schmeißt noch mal an. Tschüss. Du kannst mir auch nicht weiterhelfen, okay. Okay. Vielleicht haben wir auch einen Fehler gemacht. Wer weiß. Katze. 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 Wir müssen hier überhaupt noch alles... Wir hatten außerdem noch was rausgefunden. Ihr habt... Die Müdigkeit kickt jetzt schon. Ach ja, stimmt ja. Wir waren ja gestern um 2 im Bett erst. Oh je. Und dann müssen wir uns noch um die Tiere kümmern. Ach, Malwurf. Wo war ein Malwurf? Der schöne Malwurf. Mit dem Hasenunkraut. Ich kann das Unkraut nicht aufheben. Ich bin auf... fremden Territorium. Das ist Eichhörnchen. Eichhörnchen. Dem Eichhörnchen-Unkraut. Das ist fremdes Territorium. Da ist der Maulwurf. Da ist der Maulwurf. Hol ihn. Genau deswegen habe ich den Hammer dabei. Los. Du bleibst hier. Unkraut nehmen. Mal immer noch nicht genug. Das erste Mal, dass ich Unkraut überhaupt einpacke. Hase, bitteschön. Wo ist Eichhörnchen hin? Irgendwo unten. Da. Was ist das? Noch einer.
War da noch einer oder nicht? War da noch einer? Ich hab was gehört. Oder war das, als ich das ausgepackt habe? Vielleicht. Weil es ist ja der gleiche Sound. Deswegen. Ach so. Dann war's dann. So. Du kannst diese Schweinehände mal bald dahin tun, dass du von da wohl drauf passen. Ja, alle haben Wolle. Ich werde sie aber drin füttern. Und dennoch rausschmeißen. Um Zeit zu sparen. Meine lieben Tiere. Warte, heute ist Montag, oder? Ja, steht das auch. Ich hoffe, dass die Schmiede heute nicht zu hat. Ich befürchte Schlimmes. Aber na gut. Müssen wir vielleicht Mata zweimal Wolle geben? Das könnte sein. Ich würde nochmal einen Garn beiseite tun. Oder zwei. Also zwei bunkern und eins verkaufen. Ja. So, es tut mir herzlich leid. Nein, es tut mir eigentlich nicht leid. Das sieht nach normalem Garn aus. Ja. Das ist grobes. Ja, stimmt, ich habe hier keinen Platz. Jetzt habe ich das Falsche ausgepackt. Und das ist Feines. Bist du das verkaufen? Dann? So war der Plan. Die beiden behalten wir. Gut. Eine kleine Sache zuvor. Bevor ich die Kühe melke, ich brauche Platz in den Taschen. Hast du offen? Dankeschön, Tai. Machen wir bitte. Dankeschön. Ciao. Zwei Tage. Danke. So, hier ist wieder wunderschön viel Rasen nachgewachsen. Du meinst Sensen? Ja. Ja. Gute Milch wird verkauft. Zu Gas. Wieder gute Milch, wieder zu Gas. Oha. Ja gut. Energie sieht nicht so gut aus. Was tun, was tun? Stimmt, wir haben was gelesen. Wir haben hier um die Ecke, Gott sei Dank,
ein Gasthof. Beziehungsweise ein Gasthaus. Die haben auch schon geöffnet. Tag. Dankeschön. Ich habe gehört, dieses Tomaten-Sandwich sehr, sehr gut sein. Dankeschön. Aber leider nicht die Müdigkeit wegmachen. Ja, aber du hast schon fast wieder voll, also. Das stimmt, deswegen. Da war es dein Geld wert. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Aber du siehst, was die Müdigkeit anstellt. Ja. Die zwei hast du schon. Danke. Die zwei noch nicht. Mhm. Tommy? Enttäusch mich heute nicht. Ja, Enttäuschung. Andy? Besser als Tommy. So, meine Lieben. Raus mit euch. Ja, raus. Das sind Kühe, die brauchen ein bisschen länger. Sollen mich aber nicht so dumm anschauen. Die haben sich lieb. Ich hab sie auch lieb. Du brauchst wieder eine extra Einladung. Die schläft doch. Raus mit euch. Du guckst bescheuert. Tut mir leid, Rosi, aber du machst aus. Ich hab doch so süß geschlafen. Ist mir egal. Könnt ihr einen Schritt beiseite gehen? Ich tue ich später mitnehmen. Dass sie aber auch keinen Schritt zur Seite gehen. Ja. So. Geh doch mal raus. Da hinten in die Ecke und tu nochmal dann die Glocke machen. Dann kommen gleich zu dir nach hinten. Kostet aber Energie. Aber ja, kann ich machen. Wahrscheinlich, wie dumm die Hühner dann gucken. Ja. Da pfeift, vielleicht kommen sie dann an. Nee, pfeifen tut nur das Pferd. Alter, es leckt. Das ist das Problem aktuell. Wegen den vielen Tieren. Oder liegt jetzt an vielen Rasen? Vielleicht. Ich habe es immer noch nicht rausgefunden. Oder an beiden. Auf jeden Fall sehe ich nicht so begeistert aus.
Wir brauchen ja jetzt kein Ei für Martha mehr. Aber ein Ei für Quinn. Dann können wir das Ei benutzen. Schaut keine explizite Qualitätsstufe, welche ich benötige. Können wir uns gleich ein nächstes Sandwich raussuchen. Oder abholen, besser gesagt. Stimmt. Oben gießen könnten wir auch nochmal. Alter. Spirit! Rette mich. Wow. Alter. Oder so. Störung macht's mir nicht leicht. Ich will die... Das ist eine Ente und ein Spatz. Ja, ich weiß, was du sagen möchtest mir. Die Ente will Unkraut. Tatsache? Ja, die Ente will Unkraut. Gib mir Unkraut. Dafür haut sie aber relativ schnell ab. Gib mir Unkraut! Bitteschön. Nein, sie hasst es. Hä, die mag doch Unkraut. Die mag kein Unkraut. Mir doch egal, die mag muss ein Unkraut mögen. Jetzt habe ich ein Herz verloren bei ihr. Toll. Herzhaft. Dankeschön. Dankeschön. Ich würde erst nochmal. Du wolltest wahrscheinlich sagen, aufladen, oder? Wasser, aber ja. Ich kann es nicht abbrechen. Nein!